Heute wurden die neuen PlayStation Plus Essential Games für den Monat Juli announced. Wenn ihr nicht wisst, was PlayStation Plus Essential ist, guckt euch dieses Video hier in der Box an. Wenn ihr einfach nur heiß darauf seid zu erfahren, welche Games es im Juli gratis gibt, lasst gerne einen Daumen fürs Video da und passt jetzt gut auf. Den Anfang macht diesmal The Dark Pictures Anthology Man of Medan. Das ist der erste Teil des dreiteiligen Interactive Drama Horror Survival Videogames aus dem Hause Supermassive Games. Die haben uns schon Until Dawn um die Ohren gefeuert und gerade erst mit The Quarry ein neues Spiel veröffentlicht. Das haben wir euch ja auch schon vor ein paar Wochen hier im Stream vorgestellt. Gameplay-technisch sind all diese Spiele gar nicht so weit voneinander entfernt. Ihr schlüpft in die Rolle verschiedener Charaktere und gestaltet durch diverse Entscheidungen die Entwicklung der Geschichte und der Charaktere aktiv mit. Dazu solltet ihr wissen, dass jede Figur zu jeder Zeit sterben kann, was den Verlauf und den Ausgang der Story natürlich erheblich beeinflusst. In diesem Fall spielt ihr 5 verschiedene Personen, die an Bord eines Geisterschiffes unterwegs sind und nun irgendwie versuchen, da Leben wieder wegzukommen. Ist ja auch logisch, gibt schließlich wesentlich geilere Orte, an denen man so verweilen kann. Also ein Strand zum Beispiel, eine Bar oder der Kanal von Inside PlayStation, also Abo dalassen. Weiter geht's mit einem der wohl ikonischsten Videospielcharaktere, die das PlayStation-Universum so zu bieten hat. Crash Bandicoot meldet sich mit dem offiziellen 4. Teil zurück und wie der Titel It's About Time schon sagt, finden auch wir, dass das langsam aber sicher mal Zeit wurde. Obwohl das mit dieser ganzen Zählerei auch irgendwie schon hart verwirrend ist, oder? Ich meine, es gab so viele Spiele aus diesem Franchise, wer steigt denn da noch durch, was jetzt Teil 4, was Teil 3 und was irgendein Spin-off ist? Aber im Grunde ist das auch völlig egal, weil gute 2,5D-Plattformer ohnehin Mangelware sind, wenn ihr uns fragt, und Wiedersehen mit Freunden aus der Kindheit doch auch irgendwie immer was Schönes an sich hat. Und so springen und drehen wir uns auch hier wieder durch kreative und durchaus herausfordernde Level. Die waren ja auch damals mitunter schon recht knackig und auch die Level in Crash Bandicoot 4 stehen dem in nichts nach. Das Entwicklerteam hat sich offenbar an den Wurzeln orientiert, die Naughty Dog in den 90ern tief in die Erde gepflanzt hat und das Ganze dann in die heutige Zeit katapultiert. Denn auch was die grundlegenden Gameplay-Mechaniken angeht, bekommen wir viel Altbewährtes, aber auch einige Neuerungen geboten. Zum Beispiel sind wir nicht mehr darauf verhaftet, dass wir ein Level mit einer gewissen Anzahl an Leben beginnen und das dann auf diesem Wege durchrocken müssen. Das können wir zwar optional einschalten, ist aber eher der Hard-Mode, wenn ihr uns fragt. Stattdessen ist es eigentlich so, dass sich unsere Tode während eines Levels addieren und je nachdem, wie viele Leben wir vergeudet haben, weil wir vermutlich einfach immer und immer wieder an der gleichen Stelle hardcore am Failen sind, fällt unsere Belohnung am Ende groß oder eben nicht so groß aus. Mit anderen Worten, das Spiel ist gleichzeitig einsteigerfreundlich und fordernd und darum im Grunde für alle, die irgendwie Bock auf Plattformer haben, zumindest mal einen Blick wert. Kleine Preisfrage an dieser Stelle noch. Wisst ihr, was Crash Bandicoot eigentlich für ein Tier ist? Wenn ihr es wisst, dann gern ab in die Kommentare damit und dann geht's jetzt ab zum letzten Game für heute. Das ist nämlich Arcadegeddon! Ja, ihr erwartet jetzt bestimmt, dass wir euch da was drüber erzählen, ne? Ja, also das ist so ein Spiel aus dem Jahr 2021. Hat auch eine ganz nette Website. Es ist recht bunt und naja. Ja, okay, wir geben es zu, wir sind super spät dran und haben unsere Hausaufgaben nicht gemacht. Unangenehm. Und nein, das ist ausnahmsweise tatsächlich mal kein Scherz. Wir haben das Spiel wirklich nicht gezockt, vorher kaum was darüber gehört und werden in der Kürze der Zeit auch leider nicht schlau aus dem Material, das wir so gesehen haben. Wir haben mittlerweile herausgefunden, dass es sich irgendwie um ein Game handelt, das sowohl im Single als auch im Multiplayer gezockt werden kann, PvE, PvP und Koop-Features enthält, irgendwie ein bisschen nach Fortnite meets Rave Party aussieht, oder geht das nur uns so, und von den Entwicklern kommt, die uns auch schon Friday the 13th beschert haben. Und so wie es aussieht, wird hier gelootet, bis der Arzt kommt, wenn wir das richtig interpretieren, was wir hier sehen. Was ihr jetzt mit diesen Infos anfangen, können wir euch auch nicht sagen. Aber ehrlich gesagt, catcht uns dieses Mysteriöse auch irgendwie. Wann hat man schon mal ein Game vor Augen, aus dem man vom bloßen Zusehen nicht spätestens innerhalb weniger Minuten Dinge ableiten oder Vergleiche ziehen kann? Vielleicht haben wir heute aber auch einfach nur einen komischen Tag und sind noch ein Stückchen dümmer als sonst. Das mag natürlich auch immer sein. Aber wenn ihr schlauer seid, teilt uns und den anderen Insidern gerne in den Kommentaren mit, was es mit Arcadegeddon auf sich hat. Wir schnuppern auf jeden Fall rein, sobald das Game am 5. Juli gratis im Angebot von PlayStation Plus Essential verfügbar ist. An dieser Stelle verabschieden wir uns dann, sagen Tschüss und dann sehen wir uns im nächsten Video. Reingehauen!